Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft setzt bei ihren Gebäuden verstärkt auf Solarenergie. In Neuzippendorf in Schwerin wurden bereits vor einiger Zeit Wohnhäuser mit Solarmodulen ausgestattet. Nun erfolgt auch auf dem Dach eines Gebäudes in der Friesenstraße 9a die Installation einer solchen Photovoltaikanlage. Nachdem in den letzten Wochen notwendige technische Arbeiten durchgeführt wurden, soll dieser moderne Solargenerator noch im Juli in Betrieb genommen werden. Wir haben hier in diesem Gebäude die Warmwasserbereitung teilelektrisch ausgeführt. Und um diesen Strom praktisch regenerativ zu erzeugen und auch die Kosten damit zu reduzieren, haben wir uns entschieden, hier über eine Photovoltaikanlage praktisch dann neu regenerativen Strom zu erzeugen. Die zwei Anlagenabschnitte der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friesenstraße 9a sind mit jeweils 36 und 44 Solarzellen bestückt. Dieser asymmetrische Aufbau erfolgte laut Michael Richter aufgrund einer schon vorhandenen Brandwand und hat keinen funktionellen Hintergrund.